Die Corona-Krise hat auch in Christkirchen den Handel und die Gastronomie heftig getroffen. Für die aktuell 82 Stadtmarketing-Mitgliedsbetriebe gibt es jetzt deshalb eine kleine Starthilfe seitens der Stadtgemeinde. Wir haben uns heuer entschieden, dass wir gesagt haben, also in Corona-Zeiten haben es alle sehr schwer und so werden 50% dieser Mitgliedsbeiträge, die gestaffelt sind, je nach Größe, eben von der Stadt übernommen und die nur lediglich weitere 50% in einzelnen Betrieben vorgeschrieben. Also es ist eine psychologische, eine symbolische Aktion und trotzdem auch eine gewisse Hilfestellung im monetären Bereich. Rückführend auf die Lockerungen der Bundesregierung verzeichnet die Stadt mittlerweile einen Anstieg der Frequenz. Langsam aber doch. Es ist so, dass ja nach dem Shutdown dann jetzt schon langsam dieses Leben wieder erwacht. Begonnen wurde es mit Öffnung der Geschäfte und Mitte Mai dann mit Öffnung der Gastronomie. Und da hat man schon ganz klar gesehen, also wie wichtig die Gastronomie auch für die Frequenz in Christkirchen ist. Die Krise hat die Gastronomie heftig getroffen, damit auch die Brauerei. Also wir reden doch über Größenordnungen von 70% im April. Der Mai war etwas weniger schlecht und ich glaube, dass es doch ein verhaltenes Zurückkommen gibt. Künftig wollen die Stadt Christkirchen und das Stadtmarketing deshalb noch stärker Hand in Hand gehen. Angelehnt an das bereits bekannte Adventspiel gibt es diesen Sommer einen ganz besonderen Anreiz für einen Einkauf in Christkirchen. Wir haben einen Sammelpass kreiert, wo man in den Monaten Juni, Juli, August bei jedem Einkauf ab 25 Euro einen Stempel kriegt im Geschäft. Und es werden pro Monat 10 Preise verlost im Gesamtwert von 1.000 Euro. Und im September eine Schlussverlosung, wo wir einen Hubschrauberflug über Christkirchen verlosen für 4 Personen. Und ich hoffe, dass auch hier die Christkirchnerinnen und Christkirchner sowohl als auch die Auswärtigen das entsprechend annehmen und somit Handel und Gastronomie in Christkirchen belebt wird. Hat man alle Stempel gesammelt, kann der Pass in die Gewinnboxen eingeworfen werden. Dies ist sowohl in den Geschäften als auch im Gemeindeamt möglich. Und wir wissen auch, es geht nur miteinander. Also dieser gemeinsame Auftritt, dieses gemeinsame Wirken, dieses Zusammenstehen, glaube ich, das macht uns aus und das ist eben das, was Christkirchen in einer Größe von 5000 Einwohnern trotzdem immer wieder erfolgreich sein lässt. Überall, wo Gemeinschaft zusammenkommt, da gibt es auch Bier. Wir sind natürlich damit auch bei der Verlosung mit dabei. Das heißt, es gibt ein köstliches Bier, das man gewinnen kann, neben dem Rundflug, vielleicht sogar mit dem Rundflug. Gemeinsam mit den Kunden kommt so auch in Christkirchen Freude und Spaß am Einkaufen endlich wieder zurück.